Einen Gruß in die Kamera. Herr Wolf ist schon geschäftig am Telefonieren. Richtig, richtig. Natürlich. Ja, und ich filme schon mal das lustige Treiben. So um 20 vor 11. Hast du nicht so ein richtiges Mikrofon dabei, sodass man die Pferdschmiede aufnehmen kann? Wieso musst du denn dann noch einen Titel ausgeben? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir alle noch, ja, wissen wir nicht. Na? Wie geht's? Ausgeschlafen? Auf mit dem Scheiß jetzt. Türen weg! Jawohl. Unser toller Stand. Sieht alles mal ein wenig unordentlich aus. Genau. Wie würdest du Zentrum schreiben? Ein Zett. Lustiger kleiner Druckfehler. Das hatten wir letztes Jahr auch. Da stand dann Artist Software. Aber naja. Du vergessen den Buchstaben. Naja, das wird dann morgen schon ganz anders aussehen. Was denn? Was willst du mir erzählen, Moni? Ja, das ist unser kleiner Bärenzoo hier. Den haben wir mal eben so vor der Messe aufgestellt. Also hier sind drei schwerstarbeitende Leute. Heike tut aus, als wenn sie arbeiten würde. Oh, du musst mir sagen, ich muss alle anschauen. Warum? Was machst du da? Ach du Scheiße. Du fährst mir über die Füße. War nicht platt. Ja, Film ist eine nette Art, sich vor der Arbeit zu drücken. Außer die mal erst transportieren. Ja, und dann. Also einer muss aber hier bleiben. Ja, ich bleib hier. Mit meinem Hammer, der nimmt mir gleich zurück. Ein Bananenessen, das muss ich jetzt unbedingt filmen. Dreh ich sofort um. Oh, Herr. Oh, sag mal, habe ich da irgendwas im Nacken? Danke. Schief. Rainer ist kräftig am Einräumen. Hey Muni, was machst du? Ich bin da gut dran, der kommt hier rein. Mhm. Boah, wir buchen den hier. Haben wir noch einen schwarzen Edding? Hier. Lass uns los. Wie der Chef sein Logo festigt. Perfekt. Ich finde das toll. Also den kleinen Wagen lassen wir hier, ne? Ihr kriegt das jetzt weg mit Heike. Yeah.
Stimmen versinken im Chaos. Moni macht ihre eigene Firma auf. Einer bei der Arbeit. Guten Morgen. Hallo. Heike ist noch nicht bei der Arbeit. Birgit hat wieder Stress. Ich finde, da machst du ganz toll. Ja, ne? Aha. Immer ein Typen. Schön, wenn man Leute beim Arbeiten zuguckt. Wieso? Ich habe jetzt Mittagspause. Ey, komm, wir haben jetzt auch mal Mittag. Arbeiten ist wunderschön, man kann stundenlang zugucken. Genau. Ja. Also, das ist jetzt unser tolles Lager hier, wo wir mal alles so aufgebaut haben. Nochmal so rum. Aber, naja. Ja? Ja, prima. Und Route 66 haben wir auch noch. So, Mittagspause. Willst du noch ranzoomen oder so? Nein, hör auf, das ranzoomen. Zoom mich. Sein.
Andreas nichts aus. Wir haben gerade diesen Kunden so nett und wirklich mit vorgehaltener Hand vom Mund und so diesen Katalog angedreht. Und? Wie war's? Es war ein hervorragendes Gefühl. Ja. Das liegt eventuell auch an der hervorragenden Software, die wir verkaufen. Natürlich. Natürlich, Qualität macht sich immer bezahlt. Klar. Deswegen kann ich Ihnen nur diesen hervorragenden Katalog zeigen. Bitte nicht in die Kamera, das ist Schleichwerbung. Nicht in die Kamera. Ja. Wir haben ja auch ein hervorragendes Update. Sowas. Ich glaube, Ihre Kamera ist recht. Kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Moment, hier ist unser Update. Jo, Update. Ja. Ja. Update. Mhm. Deswegen was auf die Kamera gespuckt, glaube ich. Mimi. Ja, oh, das ist mir leid. Mein Name ist Rainer Wolf. Schon alle eifrig am Packen. Prima machst du das. Danke, danke. Was? Ja, passt. Der Wahnsinn. Jawohl.
Wohl. Genau. Nimmt ihr meine auch mit, Leute? Meine Sachen? Oh, das finde ich so prima. Was dann? Ich glaube, der ist schon weg jetzt. Der ist gerade abgehauen. Geh doch einfach in den Lift rein. Prima. Noch nichts zu machen? So nicht. So nicht, ne? Dann warten wir noch. Jawohl. Genau. Ist das ein Nobelaufzug? Ach ja. Das ist ein Firmen. Und am besten ist, wenn du oben raus und dich über das Geländer hängst. Richtig schnell. Geht schon. Am besten ist, wenn du runtergehst und in den Keller reinrast. Hör auf. Hm? Die Angst. Cool. Boah, diese schöne beruhigende Musik. Ganz schön hoch, ne? Und jetzt über das Dach hinaus. Und in die frische Luft. Und jetzt raus über das Geländer runterhüpfen. Okay, jetzt kommen wir dann. Ist das geil? Und du kannst da unten jetzt ja nicht reingucken. Aber der andere ist das noch viel cooler, als es dunkel ist. So ein Mensch könnte er mal bremsen, ne? Was soll er bremsen? Bremsen? Ei! Dunkel auch! Und tschüss! Oh Gott, was ist das denn? Und wir werden so 8 Uhr losfahren, wir sind so um... Hallo Leute, hallo. Hallöchen, wir sind hier gerade mit einem coolen Taxi bei Leonard Handy bestellt. Ich fahre zu einem von meinen Mädels da auf dem Stand, ja. Die haben, die wissen was. Kleiner Ausblick auf und Frankfurt. Und auch Leonard Straße 15. Nein, Leonard. Und zwar, das ist im Büroviertel Niederwaden. Das ist im Bürozentrum Niederwaden. Achtung, 3, 2, 1.
Professionelle. Ja. Du bist ein dummes Stück, ey. Bitte? Haha. Was denn? Du gleich viel besser aus als jetzt. Ja, du hast nie besser aus als jetzt. So sah ich aus. Oh Gott, nein, so stimmt auch nicht. Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass sie jetzt fertig aus, wenn ich gearbeitet habe. Ja, so wie Birgit. Ach, hier geht's ja. Ja, natürlich, klar. Nanos hält die Kamera drauf. Ja, klar. Was denn? Warum denn nicht? Einmal aber eine noch scheiß rosa mit. Die rosa Ziegelsternchen wollte ich noch, aber ich glaube, die kommen gar nicht richtig drauf. Also ein rosa Ziegelsternchen-Schraffur in diesem Integral macht eigentlich diesen Mathe-Make so besonders. So rosa ist es. Guck mal hier. Was ist denn das jetzt für ein Integral? Wow. Ja, das ist ein Flächenintegral, der von einer Sinus- und einer Kosinuskurve in dem Bereich von ungefähr 1,2 bis 5,8 angeschlossen wird. Also. Ja, also. Ende. Und deswegen. Ich hab mich
Tische sind schon eingerollt. Und deswegen kriege ich jetzt ein Frischenes und mal ein Bäckchen. Oh, wieder. Was gießt mir auch ein Bäckchen ein? Ich gieße mir jetzt erstmal ein Bäckchen. Chef persönlich, ein Abschlusskommentar, jawohl. Daniel, kriegst du was mir wieder? Jo, Leute. Ich sag mal so, die Frau hätte ich nicht mehr. Was ist los, Thomas? Andreas guckt sich schon gar nicht um. Die Scheiße, die soll ich mit der umgucken. Und die hat schon drei Kinder. Was ist los? Was bist du? Schön. Ich kann mir das Video angucken, weil das ist ein Fernsehen. Morgen.